Liebe Schwestern und Brüder, bitte Abstand halten. So steht es auf den Aufklebern, die ich in der vergangenen Woche an verschiedenen Stellen in unserer Kirche angebracht habe. Abstand ist auch in unseren Gottesdiensten, die wir seit letzten Sonntag wieder öffentlich feiern, derzeit wichtig und notwendig, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Ich weiß, dass viele unter diesem Abstandsgebot leiden. Denn es gehört zu unserem Menschsein, dass wir Nähe suchen, dass wir uns berühren, dass wir berührt werden. Wie selbstverständlich waren vor diesen Einschränkungen ein Handschlag oder eine Umarmung. Jetzt aber heißt es erst einmal Abstand halten. Als Christ glaube ich an einen Gott, für den Abstand halten nicht gilt. Dieser Gott wird Mensch, um uns Menschen ganz nahe zu sein. Er sucht unsere Nähe. Er ist jeden Tag an unserer Seite. Er geht mit uns durch den Alltag, durch dick und dünn, weil wir ihm wichtig sind, weil er uns lieb hat. Und er möchte, dass wir auch nach diesem Erdenleben ganz nahe bei ihm sind. In seiner Ewigkeit. Ich frage mich oft, warum halten unzählige Menschen zu diesem Gott Abstand? Warum gehen sie zu ihm auf Distanz? Haben sie tatsächlich keine Sehnsucht mehr nach wirklichem Glück, nach Tiefgang im Leben? Wir Christen sollten ihnen zeigen, dass es sich lohnt, Gottes Nähe zu suchen. Nicht durch fromme Reden, sondern durch die Art und Weise, wie wir leben, als glückliche, als frohe Menschen. Wenn manche dann darüber zumindest ins Nachdenken kommen, dann hätten wir schon viel erreicht. Und vielleicht gelangt der eine oder die andere zu der Erkenntnis, die Psalm 73 formuliert: Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, den Herrn. Und so segne, begleite und beschütze euch der gute, der liebende und der nahe Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.